ganz herzlichst willkommen zu unserem 10. Bewusstseinssymposium in Davos. Wir begrüßen dich ganz herzlich im Namen vom Starfire Mountain College Davos. Das sind meine Bea Ender und ich, Ladina Priya Kinchi. Sei mit dabei, es wird mega spannend. Das Jahr haben wir das Thema, woher kommen wir, wer sind wir und wohin gehen wir? Spannender denn je. Sei mit dabei, dieses Jahr online, damit wir viele Hunderte von Menschen erreichen. Ich freue mich auf dich. Liebe Freundinnen und Freunde, wir leben wirklich in verrückten Zeiten. Wir verstehen die Welt nicht mehr. Wir verstehen unsere lieben Regierungen nicht mehr. Wir verstehen die Mitmenschen nicht mehr. Und als Folge verstehen wir auch uns selber nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, wo wir stehen, was wir sollen und sogar, wie wir eigentlich sind in dieser verrückten Welt. Einfach ausgedrückt, wir verlieren unsere Identität. Dahinter steht ein grundlegender Mechanismus, der mit Corona nichts zu tun hat, aber von Corona wesentlich beschleunigt wird. Wenn wir uns selber bleiben wollen, dann müssen wir diesen Mechanismus verstehen. Und das möchte ich euch am Kongress erklären. Hallo ihr Lieben, ich bin die Maggie aus Südtirol, ich bin Umweltaktivistin und ich freue mich schon mega auf das Bewusstseinssymposium mit euch. Ich glaube, es hat sehr viel mit unserem Bewusstsein zu tun, was für eine Welt wir mitgestalten. Und wenn wir unser Bewusstsein ein bisschen verändern und öffnen, dann können wir eine super schöne Welt mitgestalten. Dann können wir diese wunderschöne Natur schützen. Und darüber möchte ich euch gerne ein bisschen was erzählen, aus meiner Sicht, aus der Sicht einer Umweltaktivistin. Ich freue mich mega auf euch. Ich heiße Rico Paganini und bin Autor, Bewusstseins- und Geschichtsforscher. Wenn die Menschen ihre ganze Geschichte und ihre Herkunft aus der geistigen Welt kennen, sowie eine Gesamtschau der heutigen Wendezeit haben, dann erkennen sie ihre Möglichkeiten und ihren Weg und sie werden aus dieser Gesamtschau anders wahrnehmen und handeln als zuvor. In meinem Vortrag möchte ich gerne dir Wege aufzeigen, wie du deinen Bezugspunkt in deinem Denken verändern kannst, sodass du in dieser Zeit, dieser Krisenzeit, die auch eine Schöpfungszeit ist, für dich deinen Fokus am besten halten kannst. Ich bin Hans-Martin Heierling. Mir geht es darum, in diesem Vortrag euch aufzuzeigen, was es heißt, lokale Kreisläufe wieder in Gang zu bringen, vom Kleinen wieder zum Großen zu wachsen. Ich werde euch zuerst die Instant Change Methode vorzeigen und euch zeigen, wie ihr in wenigen Minuten Ängste und Blockaden loslassen könnt und vor allem eure großen Ziele verwirklichen. Und dann gehen wir natürlich in den praktischen Teil, Tanz, Atemarbeit, Meditation und Mantra singen.